Hi zusammen und willkommen zum neuen Video. Wir sind gerade in der Nähe von Sevilla, das ist die Hauptstadt Andalusiens, haben hier diesen wunderbaren Spot gefunden zum Übernachten und höchstwahrscheinlich auch ein paar Tage bleiben. In diesem Video zeigen wir euch Sevilla und Umgebung und diesen wunderschönen Platz hier samt unserem Setup. Viel Spaß! So, erste Amtshandlung hier an unserem neuen Stellplatz ist Wäsche aufhängen, denn die ist noch in einer Box vom letzten Stellplatz, weil da war es ganz schön windig und da hat es auch ganz doll geregnet. Da waren wir auf dem Campingplatz und haben die Wäsche gewaschen und in den Trockner gesteckt, bloß der Trockner konnte nicht trocknen. Auf jeden Fall ist die Wäsche jetzt noch feucht, weil wir schlagartig den Stellplatz verlassen haben, weil wir einfach keinen Bock mehr auf Wind hatten und auch keinen Bock mehr auf Regen. Und haben die in eine Box getan. Und dort ist sie auch bis jetzt noch. Man sieht schon, es schlägt hier so leicht. Und damit das da nicht vor sich hin gammelt, müssen wir die jetzt erstmal aufhängen. In der Hoffnung, dass die Sonne jetzt hier noch ordentlich Power gibt. Es soll die nächsten Tage super gut werden. Also raus mit der Wäsche und trocknen. So, aber bevor es nach Sevilla geht, haben wir noch ein paar Sachen zu erledigen am Ram. Denn in den 2,5 Wochen, in denen wir unterwegs sind, sind schon ein, zwei Sachen kaputt gegangen, beziehungsweise sogar drei. Einmal das Solarpanel hier oben. Ein zweites Problem ist dieser Reifen hier. Dieser verliert seit ungefähr 2 bis 3 Tagen Luft. Am Anfang war es relativ wenig. Einmal war es über Nacht 0,6 bar. Ja, wir stehen jetzt heute da und man sieht den Reifen schon an. Der ist sehr platt. Und noch ein kleines anderes Problem ist, dass das Signalkabel, welches zum Ladebooster geht, einen Wackelkontakt hat. Und es liegt nicht am Kabel, sondern am Stecker an der Batterie. Ich habe da jetzt so eine Notlösung für gefunden. Ich muss das Kabel dann so komisch hinkleben, damit es in einer Position ist, dann lädt es. Es hat jetzt bei letzter Fahrt gehalten, hat aber nur 20% geladen, sind aber nicht so viel gefahren. Mal gucken, ob wir da nochmal was machen müssen. Aber zuerst geht es jetzt den Reifen aufpumpen, denn wenn wir hier ein paar Tage stehen, habe ich Angst, dass er zu platt wird. Da habe ich so einen kleinen Mini-Kompressor dabei. Da reicht eine Akkuladung genau für einmal Reifen auffüllen. Das probiere ich jetzt einfach mal, damit wir nicht mit dem komplett platten Reifen hier rausfahren müssen. Denn es ist ja etwas abgelegen hier und ja, wir wollen uns ja auch nicht die Felge und alles zerstören. Das hier ist der Mini-Kompressor. Ja, ist natürlich ein bisschen mickrig für so einen Reifen hier. Aber eine Ladung geht wohl damit. Mal gucken, ob es auch bei so einem großen. So, wir sind in Sevilla. Einen Tag früher als gedacht. Denn wir sind gestern Abend noch spontan abgereist. Gestern Abend, ja. Ja, weil wir haben uns da ein bisschen unsicher gefühlt. Da kam so eine Gruppe Jugendliche mit ihren Crossmaschinen und sind rumgefahren, haben geguckt und so. Und da das nicht aufgehört hat, haben wir uns irgendwann dazu entschieden, okay, komm, wir fahren nochmal woanders hin. Sind dann nochmal ein Stück näher an Sevilla rangefahren, auf so einen Caravan-Parkplatz und kostenlosen. Und der war richtig, richtig geil. Und Camper, stehen einige Camper über den Tag.
Das ist ein riesengroßer Platz hier. Denn die Aussicht von dem Camperparkplatz war grandios. Der Sonnenaufgang war richtig schön. Jetzt laufen wir mal in die Stadt. Ich denke, wir werden so eine 30, 40 Minuten brauchen. Wir nehmen euch mit und zeigen euch ein paar Eindrücke von der Stadt. So, wir laufen jetzt über die Brücke nach Sevilla Zentrum. Hast du eigentlich schon gewisse Erwartungen? Oder Großstadt halt. Ja, ist echt schön. Viele alte Gebäude, ne? Traditionell. Ja, und auch echt gut erhalten. Die legen hier echt noch darauf Wert, dass das wahrscheinlich alles auf lange Zeit restauriert wird. Ja gut, hier siehst du überall so kleine Baustellen, wird alles ständig in Schuss gehalten. Da zu dieser Kathedrale wollen wir. Das habe ich mir im Internet durchgelesen, dass da die Gebeine von Christoph Kolumbus angeben. 150 Gramm. 150 Gramm? Ja, irgendwie so. Ja, aber das wurde tatsächlich vom Labor bestätigt. Das ist die Gebeine von Christoph Kolumbus. Ja, ansonsten gilt es als eine der höchsten Kathedralen auf dieser Welt. Wir sind doch fast, was der für einen Donnerstag los ist. Also, wir haben nicht Freitag oder Samstag oder Sonntag. Guck mal da links, das ist die Gebäude. Ja. Ja, stimmt, wir haben Donnerstag und es ist echt ordentlich was los. Mich erinnert das mal an Berlin hier. Das war auch egal zu welchen. Aber so ist das auch nicht. Doch. Unter der Woche? Ja, in das Zentrum schon. So, wir sind jetzt hier gerade auf der Suche nach der S-Bahn und wir kommen hier von einer niedlichen Gasse in die nächste. Das ist irgendwie so typisch für Spanien, ja. Also stimmt, in Porto hatten wir es auch gesehen, Portugal auch. Ja. So, und wir wollen eigentlich nicht so auf diese großen Hauptstraßen, aber die kleinen haben nichts zu essen, also wird wahrscheinlich nicht anders. Genau, wir gehen jetzt eine Parallelstraße weiter. Echt? Ja. Mal rüber und da gibt es schon Essen und baustellenfreie Wege, hoffentlich. Okay, also let's go. Um die Ecke habe ich hier gerade schon gesehen. Das ist eine wunderschöne Ruine, die ich halt weiß noch da steht. Ah, echt schön. Google funktioniert, Schatz? Ja, also wir sind auf jeden Fall Richtung Kathedrale. Ja, aber wieder so. Gehen wir keine Baustelle. Aber wir wollten ja eigentlich was zu essen. Ja, es kommt ja noch was. Wir müssen ja noch eine Stunde laufen, bis dahin. Wir sind jetzt hier angekommen. Es ist echt mega viel los. Also es sind übelst viele Menschen da. So ja, vielleicht wollen die Leute die Kathedrale auch sehen. Hier sieht man sie. Ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal drumherum. Hast du zufällig auch gelesen, wo genau die Gebeine sein sollen? Kathedrale hat sich doch immer unterhört, oder? In so einer Gruft. So Katakomben. Da drüben ist auch noch ein Platz. Ich finde den Platz hinter uns eigentlich fast noch schöner, oder? Ja. Oh, das ist eine alte Mauer. Oh, richtig schön hier. Also, den Palmen auch, da kommt man sich vor, als ob man, weiß ich nicht, irgendwo in Kuba wäre. Oder in Spanien. Oder in Spanien. So, guck mal, da siehst du noch mehr abgefahren. Ja, sehr schön. Was ich fast noch schöner finde, sind die ganzen bunten Häuser hier, die das in Portugal auch hatten. Wie man im Hintergrund sieht, sind wir bei einer weiteren Attraktion hier in Sevilla. Mercado del
La Encarnación. War bestimmt richtig ausgesprochen. Oder Setas de Sevilla. Okay. Auf jeden Fall wollten wir hoch und uns einen tollen 360-Grad-View reinziehen. Es soll wirklich sehr, sehr schön sein. Wir haben da so ein paar Aufnahmen gesehen. Aber leider. Ja, mal das kommt. Aber leider durften wir nicht rein, weil man da mit Hund nicht hoch kann. Musste mit dem Fahrstuhl hochfahren. Könnte natürlich ein Problem werden. Costa Quanta, 15 Euro pro Person. 0 bis 5-Jährige kostenlos. Ab 6, 12, glaube ich, oder? Ja, genau. Und Ermäßigung für Rentner und Studenten und so weiter. Ja, wäre cool gewesen. Sieht ganz fancy aus im Hintergrund. Ja. Aber dann nicht. Dann nicht. Ja, das war auch schon unser Ausflug nach Sevilla. Sonne ist schon untergegangen. Wir sind gerade auf dem Rückweg vom Auto. Ist alles noch immer mega wuselig hier. Wie fandest du's? Wunderschön, die Stadt super schön. Viel los, aber wunderschön. Eigentlich wollten wir noch eine Drohne steigen lassen, aber Spaniens Gesetze sagen, in dicht besiedelten Städten ist das untersagt. Ja, am besten mal selber anschauen. Ist echt wunderschön hier. Wir machen uns jetzt zurück und gucken, wo wir heute Nacht schlafen. Ihr werdet morgen noch ein Update bekommen, wo wir gelandet sind letztendlich und wo es als nächstes hingeht. Ja, wir sind jetzt wieder am Fahrzeug. Hab Nati gerade ein bisschen veräppelt wegen den Sandblechen. Ich habe die vorher noch abgemacht, vorsichtshalber, denn die sind ja relativ einfach zu entwenden. Ja, hier hinter uns ist ein Fußballplatz. Hier ist ein größerer Parkplatz. Ja. Wir packen jetzt all unsere Leckereien und Einkäufe ins Auto. Schauen, wo wir heute Nacht übernachten. Ich meine, hier hätte man natürlich bleiben können, aber es ist mit Kind ein bisschen viel Lärm. Wir sehen uns morgen nochmal. Oder können wir uns nochmal ums Ersatzrad kümmern und ums die PV-Anlage. Genau. Bis morgen. Gute Nacht. Guten Morgen. Ja, wie ihr seht, wir sind tatsächlich hier auf dem Platz geblieben. Haben uns gedacht, kann ja nicht so streng sein, da hier echt viele andere Camper stehen. Ja, wie man es vielleicht im Hintergrund hört. Nati ist ja schon fleißig am Einpacken, wir wollen nämlich gleich los. Ich muss den Reifen wieder aufpumpen, denn der verliert über Nacht immer so viel Luft, dass wir quasi gar nicht weiterfahren können. Gott sei Dank habe ich diese kleine Akkupumpe da dabei. Das reicht genau, um einen Reifen aufzupumpen. Das ist echt unsere Rettung. Ja, wir haben gestern von einem, der uns unterwegs gesehen hat und dann auf Instagram geschrieben hat, einen Tipp bekommen, wo wir den Reifen aufpumpen können. Echt super lieb. Danke dafür. Das suchen wir jetzt auf. Das ist etwa 15 bis 20 Minuten von hier entfernt. Hoffen auch, dass sie uns zeitnah helfen können. Wir machen uns jetzt los und ja, dann sehen wir, wie es weitergeht. So, wir sind ja gerade in einer Werkstatt, nehme ich an, für Reifen. Und die wollen jetzt unseren Reifen reparieren und die haben gesagt, dass das weniger als 20 Minuten geht. Ich bin gespannt. Sind hier echt am Werke? So, wir sind in der Werkstatt. Das Auto ist auch schon dran gekommen. Ging echt super fix. Ich habe mit dem Kurs gesprochen, konnte leider kein Englisch und ich kein Spanisch. Aber übers Telefon konnten wir uns dann verständigen. Ja, da drüben steht das Auto in der Halle. Hat gleich gemeint, kein Problem, innerhalb 20 Minuten repariere ich dir das. Die haben jetzt den Reifen abgenommen, haben ihn sogar von der Felge genommen und flicken den jetzt. Echt super professionelle Jungs, geht alles super schnell. Also echt gutes Gefühl. Ja, und hoffen wir, dass das Problem gleich gelöst ist. So. Da ist er, der reparierte Reifen. Deswegen ist er auch so sauber halbwegs. Und auf der Fahrt war jetzt alles super, die ersten paar Kilometer. Aber es war auch meistens so, dass während der Fahrt der Druck ziemlich eher erhöht hat, weil der Reifen auch warm wird. Wir haben jetzt hier eine erste Pause eingelegt, weil Lotte hat keinen Bock mehr.
verständlich. Natürlich langweilig so eine Fahrt für so ein Kind. Wir machen eine kleine Trink-, Pinkel-, Rastpause, Schlafpause, keine Ahnung, was auch immer. Und dann für jeden ist etwas dabei, sogar für den Hund gleich. Hier machen wir eine kleine Gassi-Runde. Und dann ja, dauert es wahrscheinlich noch, je nachdem, wie schnell wir sind, eine Dreiviertelstunde, bis wir da sind. Und dann sehen wir schon hoffentlich ein paar Flamingos. Wir sind von Sevilla jetzt auf dem Weg nach Cadiz, um dort unseren nächsten Stellplatz zu beziehen. Und fahren hier gerade über eine richtig krasse Brücke. Ja, warum fahren wir nach Cadiz bzw. in diese Umgebung, das ist etwas höher, um Flamingos zu sehen. So, das Gebiet sind wir schon mal oder im Gebiet sind wir schon mal. Und da hinten Flamingos. Das sind welche. Ja? Ja. Hier stimmt. Ah, hier sind auch welche. Ja, das ist dann wiederum Offroad hier. Ja. Matze wird hier gleich wenden, weil hier sind so viele Viecher. Aber ich habe, vielleicht seht ihr es gerade schon, so viele Flamingos entdeckt. Darum gucken wir hier mal. Guckt mal. Wow, oder? Habt ihr schon jemals Flamingos in der freien Wildbahn gesehen? Ich nicht. So, und da steht schon Matze. Okay, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viele Mücken gesehen. Ey, die sind hier überall weg hier. Das Mückeninferno hier. Echt, ey. Oh, die kleben hier an der Scheibe, die wollen hier rein. Als ob die das riechen. Die sind jetzt Frischfleisch. Ey. Ja. Eieiei. So, also, hoppala, also, neuer Plan, weil zerstechen wollen wir uns nicht lassen. Nee. Wir brauchen, ich weiß jetzt gerne mal, wo mein Handy ist. Hier sind immer noch übelst viele, du bist, guck mal. Ja, oh. Okay, ja, keine Ahnung, müssen wir hier nochmal mit den Beseitigungen machen. Ja. Alter, stehen die da unter dem Hut oder was? Keine Ahnung, ich nehme mal an, die wollen selber raus, ey. Gut, also auf jeden Fall brauchen wir jetzt eine neue Übernachtungsoption. Aber ein schöner Sonnenuntergang, ne? Alter, richtig schön. Den Seen. Passen wir jetzt wegen Mücken. Wäre auch schön mit den Flamingos gewesen, so selbe Farbe, Ton. Ja gut, aber was nur? Muss mal gucken, ob hier einer in der Nähe ist. So eine Scheiße. Gucken wir jetzt mal. Ja, wie man unschwer erkennen kann, sind wir angekommen. Haben uns nach dieser Mückeneskalation dazu entschieden, den Platz zu meiden oder halt weiterzufahren. Es war echt krass, Türe aufgemacht und ungelogen. 20, 30 Mücken direkt ins Fahrzeug rein. Wir hatten bis jetzt ja noch welche. Ja, die sind ja teilweise gar nicht raus. Also hatten dann gesagt, alles klar, lass mal näher zur Ortschaft hinfahren, wo wir heute eh hin wollten. Morgen dann hin wollten. Wegen Wäsche waschen und Co. Haben uns dann einen Campingplatz rausgesucht. Wir haben meistens auch eine Waschmaschine, der hier auch. Aber leider kein Trockner. Ist eigentlich kein Problem. Aber es soll morgen regnen. Und dann trocknet es nicht. Aber ja, wahrscheinlich werden wir zwei, drei Tage hier bleiben. Ist voll entspannt hier. Hier ist extra so ein Platz für, ja, für Kurzzeitparker. Ich hatte schon kurz überlegt, vielleicht heute Wäsche zu waschen und sie zu trocknen. Ja, das ist vielleicht auch noch eine Option. Wir essen gleich, Nathie ist gleich am Kochen. Dann ist die Markise aufgebaut, Dachfeld steht auch schon. Und ansonsten wird halt nicht mehr viel passieren, denke ich. Nachher gucken wir uns vielleicht noch einen kleinen Film an. Bisschen zur Ruhe kommen, bisschen wieder in der Zivilisation ankommen.
Genau, und morgen erkunden wir dann die Gegend,